Aber was der da macht da hinten, das ist nicht euer... Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Das sieht so lustig aus, wenn der T-Rex so liegt. Als wenn er so ein bisschen so das Herrchen anbettelt. Gib mir den Anwalt. Bitte, bitte gib mir den Anwalt. Nur einen Anwalt und dann ist Schluss. Bitte gib mir nur einen. Wir haben ein kleines bisschen was offscreen gemacht. Wir haben hier nämlich nochmal hier einen Laden gebaut. Einen Steakladen direkt gegenüber vom Kombi-Gehege. Hervorragend. Und wir haben hier auch nochmal einen Getränkeladen gebaut. Und da wird Ingwerbier verkauft. Ginger Ale. Wäre vielleicht auch mal ganz interessant, die Originaltexte da zu sehen, was da eigentlich ursprünglich stand. Aber ich tippe auch mal auf Ginger Ale, dass es eigentlich Ginger Ale sein soll. Genau, ihr könnt mir das in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch gerne in die komplette Playlist reinschauen. Die sind am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke oder am Ende verlinkt. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne den Daumen nach oben da lassen, damit der Algorithmus sieht, dass ihr das feiert, wenn der Algorithmus sieht, dass ihr das feiert, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Genau, irgendwie so ähnlich. Ihr macht das schon. Wir haben einen T-Rex, nicht nur einen, sondern zwei. Und wir müssen jetzt noch weiter die Gäste-Komfortbewertung nach oben treiben. Und wie machen wir das? Wir machen das mit weiteren Läden. Wir müssen den Gästen das Geld aus der Tasche ziehen, damit sie glücklich werden. Guck mal hier ist immer noch, das ist immer noch nicht genug. Hier, wir brauchen noch mehr Läden. Mehr Läden. Mit more Laden kommt more Money, meine lieben Freunde. So, und dann setzen wir hier nämlich gleich noch ein Umspannwerk. Nice. Und das dengeln wir hier auch an das andere Umspannwerk. Und da kriegen wir wieder more Läden. Nicht schlecht. More Läden, more Kohle. Da läuft das Geschäft. Guck mal, wir haben auch schon fast die Einnahmen auf das Niveau gesteigert, wo wir sie haben wollen. Nicht schlecht. Und dann wurde noch gesagt, ich soll hier mal noch eine weitere Ranger-Station bauen. Das ist richtig. Also hier so eine Unterstützungsanlage. Im T-Rex-Gehege, würde ich sagen. Machen wir jetzt mal noch so ein Türmchen hier. So ein Überwachungstürmchen. Dinosaurierüberwachung. Die Dino-Stasi ist am Start, meine lieben Freunde. Und sie wird euch kriegen. Hier, gleich zuweisen. Da werden sie automatisch beguckt und untersucht. Forschung. Ach ja, genau. Wir können mal wieder forschen hier, ne? Hier, wir können mal die Brutstätte erforschen. Da können wir mal neue Saurier züchten. Aber wir brauchen dafür... Brauchen wir dafür was? Was brauchen wir denn dafür? Zweimal Logik... Logistik, meine ich. Und einmal... Nee, auch zweimal, genau. Die Leute brauchen wir, genau. Sollte eigentlich schnell gehen. Dann haben wir nämlich die Brutstätte und können neue Dinosaurierarten züchten. Weil ich denke mal, auch das wird jetzt gleich im weiteren Verlauf relevant sein. So, jetzt schauen wir nochmal auf die Übersichtsmöb. Wo fehlt uns denn noch was? Getränkeabdeckung ist jetzt relativ gut. Hier hinten fehlt noch ein bisschen was. Jetzt bei Nahrung. Hier fehlt noch Nahrung. Ja, Souvenir, genau, Souvenir, weil wir können ja auch umstellen, ne, im Laden. Wir können ja umstellen zwischen Souvenirshop, wir können umstellen auf Getränke und Nahrung ist jetzt ja neu. Und wir können die auch gestalten, die Läden, das ist eigentlich auch ganz nice. Also wir können die Fassade umändern. Das wird jetzt nämlich zu einem Geschenkeladen, also hier, Merchandise, anwenden, genau. Fahrzeug gefährdet, ach, lügt doch nicht. So, da brauchen wir Actionfigur. Ne, warte, wir wollen haben vor allem Hüte, genau. Dinosaurierhüte, hier Jurassic Park Hüte. So, hier machen wir mal die Fossilienausstellung wieder. Dann den Zwei weitere Saurier im Anmarsch. Warte, muss für die Lieferung vorbereitet sein. Jetzt sagt er mir jetzt. Wir benötigen geeignete Gehege und Unterstützung. Also, was ist der neueste Punkt auf der Speisekarte? Außer uns. Pflanzenfresser. Leicht zu halten. Es ist nichts leicht daran, Saurier zu halten. Warte mal, was kommt da? Parasaurolophus und Mamenchi. Hier, warte, jetzt brauchen wir mal einen Pflanzenfresser. Jetzt brauchen wir jetzt hier direkt neben das Hotel. Was kann schon schief gehen? What could possibly go wrong? So, und dann wieder gerade. Mit Shift kann man übrigens wechseln zwischen gerade und krumm. Beim Zaun. Ja, das müsste doch groß genug sein, oder? Für die Pflanzenfresser.
Ah, warte, wir müssen noch eine Beobachtungsgalerie irgendwo einsetzen. Warte, da setze ich hier zwischen noch eine. Yes, Parkbewertung. Jawoll! 3 Sterne, nice. Anwaltskosten. Das ist, wenn die Anwälte gefressen werden, steigen die Anwaltskosten, glaube ich. Oh, guckt euch dieses Wachstum an. Da kann Tesla nur träumen von 414% mehr als im letzten Monat. In your face, Musk. Nice. Dinosaurier sind eben doch geiler als Elektroautos. Ich hoffe, ihr habt alle brav die Jurassic Park Aktien gekauft. Die werden nämlich bald steigen, meine lieben Freunde. Steil in die Höhe. Das muss dieses ganze Merchandise sein, das wir jetzt verkaufen. Nicht schlecht. Hervorragend. Es ist der Wahnsinn. So eine Werbung ist doch unbezahlbar. So, dann machen wir doch gleich mal hier noch einen See. Und dann müssen wir natürlich jetzt auch Wald verteilen hier, ne? Weil die Pflanzenfresser, die wollen ja Wälderchen haben hier. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Und auch Faserzeug. Und hier vielleicht noch Nadelbäume und sowas. Irgendwie mal sowas. Einfach mal so verteilen. Ich hoffe, das Gehege ist groß genug. Das können wir nicht mehr vergrößern. Wenn das nicht groß genug ist, muss ich irgendwie hier noch improvisieren und vielleicht hier noch... Ich mache sicherheitshalber mal hier jetzt noch ein Gehege hin. Irgendwie habe ich Angst. Irgendwie glaube ich, dass das nicht groß genug ist. Hier, guck mal, wir können hier noch so ein riesiges, großes Gehege noch bauen. Guckt euch doch dieses riesige, große Gehege an, was wir hier noch bauen können. Mitten in die Pampa. Da! Transportieren. Okay, warte, wie viel sind das? 5. Ich probier's mal hier, ja? Wenn das nicht passt, können wir sie ja da wieder rausnehmen. Produktzustellung bestätigt. Nice. Okay, warte, dann werfen wir doch gleich mal einen Blick drauf, ob die noch irgendwas brauchen. Damit wir jetzt wissen, ob da noch was fehlt. Mamenchisaurus. Irgendwie glaube ich, dass der Mamenchisaurus so riesig ist, dass er da sich garantiert nicht mit den Paras in dieses kleine Mini-Gehege stopfen lässt. Deswegen würde ich sagen, den setzen wir mal sicherheitshalber schon mal hier so rein. Zumal es auch 2 Stück sind. Irgendwie glaube ich, dass das schlau ist. So, da brauchen wir trotzdem noch Wasser hier. Und ich schätze mal auch mehr Wald. Kann das sein, dass wir Strom auch mal... Alles läuft wie geplant. So scheint es jedenfalls. Aber InGen braucht mehr Proben. Also kehren wir zurück zur traditionellen Paläontologie. Eine einfachere Zeit, als die Wissenschaft noch Knochen ausgegraben hat, anstatt sie wieder lebendig zu machen. Miss Helford ist über alles informiert. Wir müssen die Besucherzahl erhöhen. Natürlich. Oh, natürlich. Und ein Expeditionszentrum errichten, um Teams für die neuen Genomproben auszusenden. Hm. Das bringt uns mehr Artenvielfalt. Das ist wohl vernünftig. Damit sollten wir unsere Parkbewertung verbessern können. Yay, fliegende Dinos. Das ist ambitioniert. Und das sollte zu einem höheren Profit führen. So vorhersehbar. Nun, es gibt einige Muster im Universum, die so offensichtlich sind, dass sie den Gesetzen des Chaos trotzen. Und der sogenannte Profit ist darunter wie ein leuchtender Stern. Das hat auch den ursprünglichen Park zum Einsturz gebracht. Anmaßung und Gier. Ihre Sorge ist notiert, Dr. Malcolm. Aber InGen muss die Verluste wieder ausgleichen und dieser Park hilft dabei. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Ich fürchte, Sie haben nur gelernt, dass InGen wie ein Phönix aus der Asche des Untergangs aufgestiegen ist. Und daher glauben Sie, dass dies wieder geschieht. Der Jurassic Park. San Diego wird immer größer, immer mehr Dinos. Aber wir müssen gucken, warte, fehlt denen jetzt hier eigentlich noch? Fehlende gemahlene Nuss. Jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass die Pflanzenfresser ihre Pflanzen haben, die sie brauchen zum Essen. Gemahlene Frucht, wir brauchen gemahlene Nuss. Hier, genau. Dann geben wir denen mal hier ihr Nahrungsangebot rein, damit die sich wohlfühlen. 89%. So, und jetzt müssen wir dasselbe machen hier für die Mamenchisaurier. Aufgabe hinzufügen. Untersuchen wir doch mal, was die so haben möchten. Ah ja, und ich muss ja ein Expeditionszentrum bauen. Wenn mich jetzt nicht alles sehr täuscht, hatten wir noch keins. Ich glaube, ich lasse mal hier den Platz lieber noch frei für weitere Gehege. Wir bauen, wenn dann mal, die Anlagen eher so nach hier hinten noch. Weil sonst baue ich da, glaube ich, alles zu. Und den wertvollen Platz da. Wer weiß, wie viel noch kommt, wenn ich mir das so angucke hier. Wir brauchen nämlich noch 2 zusätzliche Spezies. Das bedeutet, wenn wir die nicht kombinieren in einem Gehege, brauchen wir mindestens noch 2 weitere Gehege auch. So, da kriegen wir gleich die Info. Was brauchen die? Was brauchen die? Was brauchen die? Was? Fahrzeug gefährdet? Oh, der T-Rex, der macht gerade Stress.
Er hat mein Fahrzeug angegriffen. Ey, lasst euch doch nicht angreifen. Das Fahrzeug hat sich zwischen die Ziege und dem T-Rex gestellt. Keine gute Idee. Okay, fehlendes großes Blatt. Okay. Warte, großes Blatt. Da. Großes Blatt. Da bist du, Blatt. Große Frucht, großes Blatt. Das können wir auch noch setzen. Ja, das ist doch schön. Komm jetzt aber hier. Jetzt aber. Yes, jetzt haben wir's. Jawohl, Mamenchisaurus. Ich glaube, das ist der Dinosaurier mit dem längsten Hals. Wenn mich nicht alles täuscht. Wobei es da, glaube ich, auch unterschiedliche Darstellungen vom Mamenchisaurus gibt. Ich glaube, auf manchen Darstellungen ist der Hals auch in der Verlängerung des Rückens einfach nur nach vorne. So ein bisschen mehr zum Boden aus parallel ausgerichtet und nicht so steil nach oben wie hier. Weil ich glaube, da sagen dann auch einige Wissenschaftler, wenn der Hals so nach oben gereckt ist bei dem wie hier jetzt, dann würde das theoretisch eigentlich einen Genickbruch bedeuten. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, bei Jurassic Park nimmt man sich da auch immer so ein paar gestalterische Freiheiten raus. Ich glaube tatsächlich, es wäre tatsächlich etwas realistischer, wenn der Hals einfach nur nach vorne in der Verlängerung des Rückens dargestellt wäre. Quasi wie so ein riesiger Staubsauger eigentlich. Wir müssen jetzt schauen, wir haben jetzt ein Expeditionszentrum und wir sollen ein Genom vervollständigen. Das heißt, wir müssen jetzt mal wieder Fossilien ausgraben, wenn ich das... Ja, es ist mal wieder was mit Fossilien zu tun. Da würde ich doch mal sagen, genau, der Triceratops ist doch schon mal ein guter Ansprechpartner hier. Guck mal, wenn wir da hier die zwei nehmen, dann geht das doch sofort. Können wir noch eine Expedition losschicken? Nee, wir können nur eine losschicken. Okay, kann man eigentlich noch ein zweites Expeditionszentrum haben? Nee, das kann man nur wieder nur einmal haben. Okay, damit man nicht sofort instant wieder alle Fossilien sich krallt. Ah, guck mal, wir brauchen nur noch einen zusätzlichen Dinosaurier. Welcher zählt denn da jetzt noch neu dazu? Der Mamenchi hatte scheinbar noch nicht reingezählt. Unsere Expedition ist im vollen Gang und ist in 1 Minute und 30 Sekunden abgehakt. Ja, können wir doch gleich nochmal gucken, ob wir noch Forschung machen können hier, ne? Weil wir haben ja hier auch noch Dinosaurierarten, die wir noch erforschen können auch. Ah ne, die sind gelockt. Was ist denn hier bei Läden? Was geht denn hier? Verbesserte Einrichtungen. Erhalte Zugang zu einem größeren Einrichtungsgebäude. Ja, warum eigentlich nicht? Was brauchen wir da? Wir brauchen beide Forscher. Haben wir schon ein Personalzentrum eigentlich? Die müssen sich ja auch mal ausruhen. Ach, muss ich erforschen. Gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. Aber ich kriege hier immer wieder links unten in der Ecke das Achievement auf dem Weg zum Erfolg. Also, ich kriege es noch nicht, aber ich nähere mich dem Achievement an. Also, wir haben ja jetzt hier das Salmon-Zuchtlabor. Hier ist schon wieder Ende im Dino-Gelände. Hier hinten haben wir so ein bisschen so eine Fläche, wo wir das machen können. Warte, so rum. Oder warte, so. Hier genau, wenn wir das so machen. Das Hammond-Labor einfach hier hin. Und dann ziehen wir hier die Straße lang. Genau, und dann machen wir da mal so ein bisschen so ein kleines Gehege drumherum. Wobei man jetzt auch, genau. Stimmt, nee, warte mal, wir brauchen da gar kein Gehege, pass auf. Das ist nämlich neu. Man kann jetzt nämlich die Dinosaurier aus dem Hammond-Zuchtlabor, aus der Brutstätte direkt mit dem Airlift abholen. Und da braucht man nämlich kein Gehege mehr dahinter. Das können wir einfach so... Die werden dann nämlich da reingelassen. Und dann wird einfach das Tor nicht aufgemacht. Und dann kann man die da mit dem Airlift direkt rausholen. Deswegen, wir brauchen gar kein Gehege beim Hammond-Zuchtlabor. Fällt mir mal gerade so ein, ja. Ist mir gerade so aufgegangen. Haben wir gerade die Fossilie schon bekommen? Ich glaube, ja. Expeditionskarte ansehen. Aber wir müssen ja nochmal hinfliegen, ne? Wir müssen ja nochmal den Triceratops holen. Machen wir mal gleich nochmal. Verbesserte Einrichtung. 3 Objekte freigeschaltet. Nice. Die mittelgroße Einrichtung. Ah, das ist ja nice. Ich mache mal noch so eine paläomedizinische Anlage. Ich glaube, das ist auch wichtig. Nicht, dass uns die Dinos hier krank werden und wir dann keine haben, wenn wir die erst bauen müssen. Könnte das ein bisschen von Nachteil sein. Du musst die Fossilien analysieren. Wo war denn das nochmal? Warte mal. Ach ja, das ist auch im Forschungslabor, ne? Warte. Hier, Fossilien ansehen. Ja, genau, genau. Ah, ja, so war das. Ja, stimmt. Oh Gott, ich weiß es wieder. Aber da brauche ich jetzt noch Forscher. Da muss ich jetzt noch warten, bis das Personal wieder verfügbar ist. Alles klar, ja, stimmt. So war das ja. Menschenskinder, so war das. Im ersten Teil war das ein separates Gebäude, zu meiner Verteidigung. Da war das nicht im Forschungslabor.
kann die nicht zuweisen. Anforderungen. Ach so, die sind zu schlecht. Kann das sein, dass die zu schlecht sind? An was arbeiten die denn gerade noch? Die arbeiten ja gerade an nichts. Okay, warte mal, wir erforschen jetzt gleich mal Personalzentrum, weil das wichtig ist. Sonst können die sich nämlich nicht erholen, wenn wir keins haben. Und irgendwann sind die dann erschöpft und sabotieren mir noch den Park. Du brauchst 4 statt 3, ja wahrscheinlich. Die haben einfach nicht die Fähigkeit. Die anderen, die auf der Expedition unterwegs sind, die haben die Fähigkeiten, um das zu machen. Die Nasen, die ich hier habe, die haben die Fähigkeit einfach nicht. Das sieht irgendwie cool aus bei Nacht mit der Stadt im Hintergrund. Ich finde, aber die Anlage könnte eine Idee näher an der Stadt dran sein, für meinen Geschmack. Eine kleine Ecke näher. Forschung verfügbar. Stegosaurit. Aha. Personalzentrum abgeschlossen. Ja, wir können ein Personalzentrum bauen. Wo ist denn das jetzt nochmal gewesen? War das hier? Personalzentrum, genau. Ein Personalzentrum. Jetzt bauen wir was mal direkt neben Samond Labor, würde ich sagen. Man kann halt nur eine begrenzte Menge Forscher besitzen. Und man kann die ja auch noch ausbilden. Das geht ja auch. So, jetzt aber hier. Wir haben das erforscht jetzt alle. Jetzt gucken wir uns mal die Fossilien an und analysieren mal. Vielleicht erstmal das, dann kriegen wir Geld. Da brauchen wir schon mal 2 Nasen. Mehr können gar nicht arbeiten. 2 Minuten dauert das? Ach du meine Güte. Also das haben sie aber von der Zeit her ganz schön hochgepowert hier. Mit der Fossilienanalyse. Das ging aber im ersten Teil schneller. Kann man denn, lol, wir haben noch nie so schnell aufgehört, im T-Rex-Gehege rumzufahren mit dem Jeep. Habt ihr das gesehen? Warp Speed ist auch rausgefahren. Ey, herrlich, wie geil das ausgesehen hat. Kann man ein 2. Forschungslabor bauen? Nee, ich kann nur 1 bauen. Ist auch wieder so ein Ding. Es ist wieder so ein künstlich geschaffenes Nadelöhr, weißt du? Statt dass du einfach noch ein 2. Expeditionszentrum bauen kannst und ein 2. Forschungslabor, damit du noch mehr forschen kannst. Nein! Immer nur 1 davon. Ja, das wäre eigentlich viel schlauer, einfach noch so ein Ding hinzustellen und noch mehr Forscher anzustellen. Aber dann würde es zu schnell gehen. Schon wieder Fahrzeuggefährt. Machen die denn hier? Was ist denn da los? Neues lebensfähiges Genom. Hört auf, mit dem T-Rex zu spielen. Ich kann nicht ständig neue Jeeps kaufen. Es kostet Geld. Ihr Zapfen. Ah. Fossilien ansehen. Wir haben hier offensichtlich noch weitere Fossilien erforschen. Ah, guck mal, hier, er ist schon angefressen. Was? Ich kann nur 2 da hinzufügen? Okay, egal, dann nehmen wir den noch mit dazu. Vielleicht sind das schon die 75%. Gucken wir mal. So, warte mal, jetzt muss ich den einen mal schon ins Personalzentrum stecken. Wissenschaftler ansehen. Hier, der eine da, der kann sich schon mal ausruhen. Würde ich sagen. Und die anderen, die sind kurz davor, die müssen wir dann auch mal ausruhen lassen. Die haben jetzt schon ganz schön durchgezogen. Gut, dass ich mir das noch eingefallen ist mit dem Personaldings. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Das wäre jetzt natürlich ein Drama gewesen. Lol, wie die 2 Saurier gerade da runtergeguckt haben, wenn der Typ da langkommt. Der hockt wieder. Er bettelt wieder nach Anwälten. Gib mir den Anwalt, los, gib mir den Anwalt. Ich will ihn haben, bitte, bitte. Deine Parkbewertung und der Profit haben sich in diesem Monat um 11% verbessert. Das ist ein ganz schlechtes Wachstum eigentlich. Wir müssen mal noch stärker wachsen. Ich gucke mir mal schnell noch mal hier die Verwaltungsansichten an. Guck mal, hier müssen wir mal noch einen Shop bauen. Hier und auch noch mal eine Fressecke müssen wir da mal noch hinbauen. Warte mal. Hier Fressecke, Fressecke. Nehmen wir mal die mittelgroße Einrichtung jetzt. Und bauen da mal noch eine Fressecke hin. Vielleicht hinter das Klo direkt. Die Fressecke direkt neben das Klo. Eine Organisation wie von Bürokraten geschaffen. Abendkleidung, was? Nee, hier soll Nahrung verkauft werden eigentlich. Andere, Essen und Getränke. Hier, Essen will ich da verkaufen. Das wenden wir mal an, genau. Und dann können wir nämlich billige Burger, genau. War das nicht Giganotto-Steak im ersten Teil und solche Geschichten? Donuts, Gourmet-Steaks, Steaks, veganes Buffet. Ja, genau. Da freuen sich die Dinosaurier, wenn sie ihr Essen mit veganer Füllung konsumieren. Genau, und dann nehmen wir das hier noch mit dazu, das Aquarium. Dann nehmen wir noch die Fossilienausstellung. Dann nehmen wir noch Karaoke, genau. Eine Fotokabine. Ein Spielbärreich. Das Spielbärreich gehört in jeden gut organisierten Laden. Und die Fotokabine noch. Ich verlange, dass immer in jeder Anlage mindestens ein Spielbärreich enthalten ist.
Oder ein Wasserspiel, das ist auch schön. Yes, guckt euch doch das an, wie geil das ist. Der Wahnsinn. Also wenn das nicht cool ist. Genau, warte, den können wir ja auch noch verändern vom Aussehen. Guckt mal. Man kann ja hier jetzt auswählen. Jurassic Park Gebäudestil. Man kann sagen, mehr Beton, mehr Holz. Holz mit Treppen, Treppenholz, Holztreppen. Oder man kann auch hier sagen, Jurassic Park groß, Jurassic Park mittelgroß, Jurassic Park klein. Eingang kann man auswählen, wo er sein soll. Das ist so ein bisschen so eine Kompromissgestaltungsgeschichte zwischen Planet Zoo und dem Vorgänger Jurassic World Evolution 1. Das sieht schon echt Jurassic Park klassisch aus, finde ich. Klassischer als wie es vorher ausgesehen hat. Lass mal hier noch einen Laden daneben stellen. Eine mittelgroße Einrichtung. Und da machen wir jetzt nämlich Merchandise. Und da verkaufen wir jetzt einfach billige China-Ware. Ich meine hochwertige Produkte. Plüschtiere, jawohl. Und wir verkaufen auch noch, oder wir machen noch eine Fossilienausstellung. Alter, in jedem Laden gibt es eine Fossilienausstellung. Unglaublich. Wir machen noch einen Fernseher rein. Wir machen auch noch eine Skelettausstellung, genau. Einen Souvenirladen und dann auch noch ein... zusätzliche Regale sind immer gut. Da müsste jetzt die Bewertung auch steigen. Oh, wir haben kranke Tiere. Ja, ich weiß, medizinischer Notfall. Stopp! Pause, Pause, Pause. Wo ist mein Mediziner? Hier. Schnell mal gucken, was da los ist. Krankheit ausgebrochen. Ah! Eine Epidemie. Was haben wir? Erkältung. Okay, alle bleiben ganz ruhig. Was muss ich tun, um Erkältung zu bekämpfen? Warte. Ah, der kann die direkt behandeln. Nee, nicht behandelbare Krankheit. Erholt sich mit der Zeit. Ach so. Kann ihn nicht behandeln. Werden sie selber wieder gesund. Ja, dann kann man sich die Erwähnung ja aber auch sparen, oder? Wenn ich da eh nichts machen kann. Ich meine, was soll ich da machen jetzt? Jetzt kann ich da zugucken. Jetzt husten die sich über die Gehege gegenseitig an und werden alle krank. Toll. Ist wahrscheinlich wieder diese Grippewelle gerade. Erkältungswelle, Grippewelle. Ja, stimmt. Ist jetzt ja auch wieder die dunkle Jahreszeit und so. Da geht das immer ganz schnell, dass man sich irgendwo was einfängt. So, jetzt hier nochmal Fossilien. Nee, Moment. Fossilien. Denn wir brauchen immer noch weitere Gedönsis. Hier, das kannst du doch machen, oder? Ah, nee, du hast nur... Ihr zwei müsst das machen. Genau, lass mal das mal erforschen. Und dann haben wir hoffentlich den Triceratops auf der Menge, die wir brauchen. Wie ist denn jetzt die Parkbärwertung so? Also hier hinten ist jetzt die Abdeckung perfekt. Hier fehlt noch Merch. Lasst mal noch hier hinten noch einen Merch-Laden setzen. Fahrzeug gefährdet. Jetzt hört endlich auf, in das T-Rex-Gehege immer reinzufahren, den T-Rex zu ärgern. Ich werde wahnsinnig. Wisst ihr nicht, was passiert, wenn man mit einem Jeep einen T-Rex ärgert? Habt ihr nicht die Filme gesehen? Also ich habe die Filme gesehen. Wir nehmen die Designerwaren. Und wir machen Infotainment. Das ist das, was ich hier ja auch gerade mache. Dann machen wir noch Karaoke. Die ist immer gut. Dann kommen die Japaner scharenweise in den Park. Dann will ich noch eine Skelettausstellung. Dann will ich noch ein Wasserspiel. Dann will ich noch eine Fossilienausstellung. Immer her damit. Und damit haben wir das hier jetzt auch nochmal abgehakt. Nice. Mehr Tant, mehr Schand. Schand und Tant. Nicht schlecht. So, Fossil ist gleich erforscht. Und 70%. Ich werde wahnsinnig. Wir müssen noch eine Fossil erforschen. Sonst reicht das immer noch nicht. Da nehmen wir jetzt mal hier das jetzt. Den Bernstein. Hier genau, den und den. Aufgabe starten. Wunderbar. Die werden irgendwie nicht wirklich gesund. Die Pachis. Was ist mit euch los? Ihr müsst mal die guten Erkältungsmedikamente nehmen. Ihr müsst mal euch hier diese Erkältungssalben auftragen nachts. Vorm Schlafen. Und ein bisschen gurgeln und so. Und viel trinken. Brauchst du den Kopf schütteln. Ich weiß, manchmal schmeckt es scheiße, aber man muss es dann auch einfach mal machen. Damit man wieder gesund wird. Damit man wieder tief durchatmen kann. Niedrige Gesundheit. Warum?
Nicht diagnostiziertes Leiden. Ach, hör doch auf. Ah, hat ein, okay, medizinische, der hat offensichtlich noch was anderes. Wie sie sich alle jetzt da reindrängeln in das Gehege, die ganzen Fahrzeuge. Und immer schön ins Wasser rein. Krankheit ausgebrochen, was haben wir? Lungenentzündung. Nicht behandelbar, erholt sich. Ja, kann ich nichts machen. Gesund ernähren, viel trinken, schlafen und nicht zu viel anstrengen. Wir haben 75% vom Genom, nice. Und dann brüten wir jetzt uns direkt den Triceratops aus. Wissenschaftler zuweisen. So, wie viel braucht er denn? Er braucht 6. Kriegen wir das überhaupt hin? Nee, kriegen wir gar nicht hin. Uns fehlt ein Wissenschaftler. Okay, dann müssen wir die erstmal ausbilden, die Wissenschaftler. Ich kann ja keine neuen engagieren jetzt. Ich habe ja keinen Platz. Ah doch, ich habe Platz. Ich habe gelogen. Moment, dann nehmen wir uns mal hier eine mit Genetik 4, genau. Dann kann sie das nämlich ganz alleine. Dann braucht sie da keine Hilfe. Oder nur ganz wenig Hilfe. Dann Saurier synthetisieren und zuweisen. Wer war sie jetzt? Sie hier. Louis Tan. Und dann kriegt sie noch die mit dazu und dann läuft das. Aufgabe starten. Genau, und die Triceratopses machen wir dann ja zu den Paras mit rein. Oder ich weiß nicht, vielleicht auch zu den Kombis. Das würde vielleicht auch noch gehen. Oder wir machen sie hier mit rein. Aber ich würde eher jetzt tendieren zu den Paras. Das müsste eigentlich gut harmonieren. Synthese abgeschlossen. Triceratops-Gelege. Es ist abgeschlossen. Genau, und jetzt können wir nämlich die Eier auswählen mit den Eigenschaften. Triceratops 1993 aussehen. Das ist schon mal ganz gut. Der wäre hier schwach. Sozial, ja, das ist gut. Schwach und sozial. Aggressiv. Okay, nee, aggressiv wollen wir sie nicht haben. Dann lieber den hier noch. Okay, wir müssen noch einen Wissenschaftler einstellen. Klappt nicht. Wir brauchen einen Mediziner noch. Also Wohlbefinden, meine ich. Hier genau, Incheck. Sehr schön. Dann machen wir das jetzt nämlich mit dem. Eier aus... Okay, die Eier sind noch ausgewählt. Wunderbar. So, zuweisen. Da nehmen wir jetzt ihn und wir nehmen sie. Die beiden. Und wenn du die Wissenschaftler weiterbildest... Ja, die Weiterbildung muss ich aber erst erforschen, glaube ich. Die ist nicht von Anfang an machbar. Yes! Parkbärwertung gestiegen! Guckt euch das doch an. Okay, 17% ist leider nicht so ein maximales Wachstum. Aber immerhin, wir sind gewachsen. Wir sind nicht geschrumpft. Hauptsache, wir wachsen. Der Gewinn ist zurückgegangen. Ja, der Gewinn ist zurückgegangen, aber die Einnahmen sind gestiegen. Weil wir natürlich jetzt auch erhöhte Kosten haben durch mehr Personal und so. Und deswegen, ich schließe jetzt mal den Bärricht. Genau, und wir haben gleich den Triceratops. Und wir können jetzt im Jurassic World Evolution 2 den Triceratops bzw. alle gezüchteten Dinos direkt aus dem Zuchtlabor abtransportieren. Wir müssen nicht mehr hier ein Gehege dran bauen und die dann rauslassen. Das möchte ich gerade mal demonstrieren. Genau, wir können ihn per Airlift freilassen. Und da setzen wir den jetzt mal hier zu den Paras mit rein, würde ich sagen. Und wir haben ja 3 Stück, sehe ich gerade. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja voll viel. Ja, ich glaube, das müsste von der Fläche her dann aber auch passen, hoffe ich. Sehr nice. Eine Menge Dinos. Errungenschaft links unten. Ist aber noch nicht absolviert. Da brauche ich 50 Dinos, okay. Einsam. Was? Wie kann der einsam sein? Er hat nicht nur Kollegen im Gehege, sondern der hat auch noch andere Dinosaurier um sich rum. Ah, jetzt hier. Jetzt steigt die Zufriedenheit. Wow! Habt ihr die Kollision gerade gesehen? Junge, Junge, Heiligsblechle. Schade, dass wir immer so weit weg sind. Es ist aber gar nicht so einfach, immer so nah ranzugehen so schnell. Weil wir ja auch die Beschleunigung der Zeit gerade noch annahmen. Aber das war gerade krass. Der ist voll in den Trike reingefahren und hat sich da voll mit dem Trike in Battle geliefert, gerade der Jeep. Das ist ja krass. Die machen hier voll, ist hier voll die Rowdies, die ich hier eingestellt habe. Warum habe ich eigentlich als Jeepfahrer die Dukes of Hazzard eingestellt? Was ist denn da eigentlich passiert? Wer ist eigentlich auf die geniale Idee gekommen? So, jetzt gucken wir mal, was können wir uns denn als nächstes noch holen? Trodon? Struitomimus? Aber was war nochmal Struitomimus? Das war doch hier der so ein bisschen so wie ein Gallimimus aussieht, genau. Pachyrhino. Der kann, glaube ich, mit dem... Nee, Moment. Nee, jetzt verwechsel ich das, glaube ich. Trodon, Parasaurolophus. Parasaurolophus haben wir ja schon. Dilophosaurus. Zylophysis. Zylophysis ist neu, den will ich mal haben.
Xylophysis, den habe ich damals, das war mein erstes, Xylophysis war meine erste Spielfigur. Meine erste Jurassic Park Spielfigur, den gab es nämlich damals zum ersten Teil als Spielzeug. Den holen wir uns jetzt. Das ist so ein ganz dünner Dinosaurier, den gab es eigentlich gar nicht im ersten Jurassic Park Film, aber den gab es als Merch, als Spielzeug. So eine, das war mehr so eine Drahtfigur, die so ein bisschen mit so einer Gummihaut überzogen war. So eine Gummifigur, so mit so ein bisschen so überzogen mit so Gummi. Und innen drin war so ein Draht, dann konntest du den so verbiegen. Das war ziemlich cool eigentlich. Hier bauen wir mal noch einen Getränkeladen. Einen großen. Mittelgroßen. Passt der da noch so dazwischen? Nee. Aber warte, wir können ihn hier so hinstellen. Stellen wir mal hier so hin. Getränke. Warte, da müssen wir konfigurieren und sagen. Andere. Getränke. Zu Getränke ändern. Ja, ich möchte das anwenden. Und dann sagen wir konfigurieren. Und da gibt es jetzt aromatische. Bubble Tea, genau. Der gesunde Bubble Tea. Mit den gesunden Plastikkugeln drin. Nicht schlecht. Dann gibt es einen Fischtank, eine Fotokabine, eine Skelettausstellung. Karaoke und ein Spielbierreich. Ein Spielbierreich, damit macht man nichts verkehrt, meine lieben Freunde. Das Spielbierreich muss wachsen. Yes, Xylophysis, nice. Oh, den will ich gleich mal analysieren, meine lieben Freunde. Den ziehen wir uns gleich mal noch rein. Und die Einnahmen steigen jetzt auch. Sehr nice. Was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt noch ein Hotel bauen? Ich glaube, wenn wir jetzt noch die Gästeanzahl noch mal ein bisschen erhöhen, können wir doch locker... Ach, guck mal, die Läden haben auch eine Sicht auf die Dinos. Sehe ich das richtig gerade? Oh, wir haben es schon abgehakt. Okay, nee, warte. Wir müssen mehr Land erwerben. Oh ja, Land erwerben. Oh, das klingt ja gar nicht besorgniserregend. Geil. Wir haben unsere aktuelle Anlagengröße überschritten. Erfolg bedingt Expansion. Mhm. Ja, mhm. Ich muss davor warnen, mehr abzubeißen, als man schlucken kann. Was für die Saurier kein Ding ist, für die Menschheit aber ein wiederkehrendes Problem. Ich denke, das geht in Ordnung, Dr. Malcolm. Kalifornien hat die Genehmigung erteilt. Yes. Der Erfolg von Jurassic Park San Diego begeistert sie ebenso wie uns. Es gibt da einige Auflagen. Ja, wie zu erwarten war. Und ich bin jemand, der das erwartet. Wir müssen das Land kaufen, aber wie? Dann können wir loslegen. Wie mache ich das? Loslegen? Womit? Wissen Sie, das war schon immer ein Problem bei dieser Art Paläontologie. Nein. Nicht wo wir sind, sondern wo wir hinwollen. Denn genau da wartet das Chaos. Geduldig. Sehr nice. Ich hab's. 2 Millionen. Ja, gib ihm. Komm, wir haben genug Geld. Wir können endlich die Parkbegrenzungen erweitern. Meine lieben Freunde, wie lange habe ich darauf gewartet? Das ist die beste Neuerung. Also mal ohne Witz, ne? Das ist die beste Neuerung. Da muss ich vor Freude gleich den Treibstofftank auffüllen hier. Mensch, es ist der absolute Wahnsinn. Forschung abgeschlossen. Hadrosauridae 2. Okay. Fleischfresser 3. Objekte freigeschaltet. Ich will mal gucken bei Fossilien. Wir machen jetzt mal Xylophysis-Fossilien. Warte. Da brauchen wir die hochwertigste. Hier, die ist die hochwertigste. Und da nehmen wir jetzt mal pausiert. Ach so, da ist noch nicht fertig, die Forschung, die eine. Müssen wir kurz warten noch. Ich bin zu schnell wieder. Ich bin ja viel zu schnell. Hier, ich mache mal Beschleunigung an. Dann geht das auch insgesamt alles wieder ein bisschen schneller. Okay, also wir können eine Fossilienforschung gleichzeitig mit einer Anlagenforschung im Forschungszentrum laufen lassen. Nice. Yes, erhöhe die Gesamtzahl der Saurierspezies. An begrüße der 100 Gäste. Sieht man, wie es dem Park so geht. Und wie gut du dich schlägst. Wir machen gute Fortschritte, brauchen aber mehr Saurier. Guck mal, das haben wir sogar eine schon. Eine Möglichkeit besteht darin, den Genomanteil eines Sauriers zu erhöhen. Yes. Unsere Wissenschaftler sollen sich darauf konzentrieren. Moment, wo waren jetzt... Vergiss nicht, im Expeditionszentrum vorbeizuschauen. Die Leute dort schlafen nie und es gibt immer jede Menge Gelegenheiten. Natürlich wollen wir, dass alle die Saurier besuchen. Ja, ja. Aber wir behalten auch spezielle Gästetypen im Auge, die unsere Wertungen beeinflussen. Konzentriere dich auf die Parkbewertung, um Erfolg zu haben. Ist mal gut jetzt. Aber wir sind auch schon ganz gut dabei. Guck mal, wir brauchen nur 2 neue Spezies noch. Und wir brauchen 100 Gäste. Okay, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit eigentlich. Können wir ja an sich wirklich noch ein Hotel bauen einfach. Dann müsste das ja locker...
locker laufen. Und dann brauchen wir noch eine hohe Parkbewertung natürlich. Ich baue jetzt einfach nochmal ein Hotel. Was sieht's aus mit den Fossilen? Die werden gerade erforscht. Was ist das? Was ist das? Sturm? Ah! Okay, ja, wir haben einen Bunker. Moment, Pause, stopp! Wo war der Bunker? Hier. Alle Schutzräume öffnen. Ist das jetzt ein Wirbelsturm? Das ist ein Sandsturm. Vielleicht sollten wir lieber noch den T-Rex betäuben. Stromausfall durch Sturm. Der Sturm hat einen Stromausfall in folgendem Gebäude verursacht. Während Systemneustart. Was? Ba, 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 ba. Multitouching. Multitouching. Sekunde, 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 Sekunde. Okay, ich muss direkt steuern und muss die Anlagen neu starten, glaube ich. Multitouching, Multitouching. Das ist das Jurassic World. Multitouching. War das nicht so? Ich muss das doch dann neu starten. Wie war denn das? Also das Falsche. Falsches Haus. Andere Seite. Schnell. Ah, rennt doch in den Schutzraum. Was lauft ihr hier alle noch rum? Oh, das ist aber schon ein bisschen krass gerade. Ist das hier das Richtige? Ist das das, was neu gestartet werden muss? Ich check's gerade nicht. Warte mal ganz kurz. Ist das allgemein gerade? Achso, das kann ich gar nichts machen während des Stroms. Es ist einfach Stromausfall. Weil früher war das ja so, du musstest die dann irgendwie neu starten, die Dinger. Nein, der T-Rex, dem geht's nicht gut. Dem T-Rex geht's nicht gut. Moment, wo ist mein Mediziner? Mein Mediziner. Ach, den muss ich jetzt auch direkt steuern. Der kann nicht, ohne Strom kann der nicht automatisiert was machen. Boah, der fährt sich ja richtig träge, wie ein Panzer. Es ist ja auch eigentlich ein Panzer, ein Medizinpanzer. Wo war denn da jetzt nochmal der Eingang am Gehege? Aus dem Weg! Alle in Schutzraum! Alle in Schutzraum! Gehen Sie doch in Schutz... Hat der denn den Hechtsprung gemacht? Ey, wie lustig. Bester Hechtsprung. Ich habe Stuntmans in meinem Park. Ja, stimmt. Hollywood ist ja nicht weit weg. So, warte jetzt. Zielmodus und dann... Guten Tag, hallo. Und analysieren. Danke sehr. Verletzt, oberflächliche Wunde. Ja, sehr gut. Ich würde mich da ja nicht so rausstellen, wenn ich da so Mediziner wäre. Wow! Schnell wieder rein ins Loch. Und wegfahren. Flieht, ihr Narren. Haben wir wieder Strom? Haben wir wieder Strom? Was ist denn das jetzt eigentlich? Verletzt oberflächliche Wunden. Behandlung verfügbar. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Behandeln müssen wir die doch. Können wir den auch behandeln eigentlich? Fleischwunde. Zustellen an Anlage. Betäubung und Transport in einer Palo. Hakenwürmer. Okay, warte mal ganz kurz. Schnell. Nein, warum hat das jetzt nicht ausgelöst hier? Gott. Jetzt, Mann. Ja, ist okay. Wir können wieder aufmachen jetzt. Ist okay. Alle Schutzräume schließen. Wir sollten vielleicht noch einen zweiten Schutzraum bauen. Fällt mir mal gerade so auf. Warte. Hier, vielleicht hier drüben noch einen. Könnte relativ sinnvoll sein. Wenn ich das mal so sagen darf. Wenn ich das mal so formulieren darf. Schutzräume in der Nähe von Hotels. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Bamsi. Per Airlift freilassen. Rein ins Gehege. Da bin ich jetzt mal gespannt. Mein erstes Jurassic Park Spielzeugtier. Die Fahrzeuge sind einfach... Sind immer noch genauso doof wie im ersten. Ich habe sogar das Gefühl, die haben die KI für die Fahrzeuge nochmal deutlich reduziert. Guck mal, was der da macht da hinten. Das ist nicht euer... Fliegende Autos, das ist die Zukunft. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Wir brauchen nur einen T-Rex, der uns in die Luft katapultiert. Wow.
Nice. Wie geil war das denn? Wie geil war das denn? Ranger Team 3 wurde von einem T-Rex zerstört. Der T-Rex hat gebrüllt. Der T-Rex hat gebrüllt und das Fahrzeug ist kaputt gegangen. Wie der Hulk, Alter. Wenn der Hulk brüllt, dann fliegt alles weg. Und der T-Rex in Jurassic Park ist das Äquivalent vom Hulk. Er brüllt einfach und die ganze Hülle vom Jeep fliegt einfach so weg. Die ganze Zeit so wie so ein Tornado. Helft uns, helft uns! Der T-Rex hat uns angeschrien. Wir sind verloren, wir sind verloren. Oh lol, oh lol, oh lol. Ja, zum Glück habe ich genug Geld, um die zu ersetzen. Ich kann die tausendfach ersetzen. Ich kann mir 1000 neue kaufen, wenn ich will. Und an dieser Stelle endet diese Folge Jurassic World Evolution 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die komplette Playlist rein oder auch in die anderen Videos, die an dieser Stelle verlinkt sind. Ihr könnt das Spiel auch gerne kaufen im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr schöne Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis dann, ciao, ciao.